geile Anfangsmusik, oder? Fühle ich das? Herzlich willkommen bei Star Trucker, dem neuen Drack Simulator. Jetzt erhältlich auf Steam seit dem 3. Release. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich habe euch mal den Link oben im Chat angepinnt, beziehungsweise für die Leute, die es auf YouTube sehen, einmal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr direkt den Link und da kommt ihr direkt auch zum Spiel. Ich würde sagen, wir starten einmal rein. Aber bevor wir reinstarten, Star Trucker ist einmal, warte Leute, das muss ich ablesen. Also eigentlich muss ich das nicht ablesen. Aber es ist einmal vom Developer Monster Publishers Raw Fury. Wir sind in Drack Simulator Singleplayer. Das Ganze nur verfügbar, also es ist nur im Singleplayer. Und das Ganze gibt es für PC und Xbox Serie S und X. Und außerdem ist das Ganze im Game Pass mit drin bei Xbox. Also Microsoft Xbox Game Pass ist das Ganze auch mit drin. Da könnt ihr euch das auch kostenlos holen, sofern ihr einen Game Pass besitzt oder habt. Okay, neues Spiel wollen wir starten. Beim Starten neues Spiels werden automatisch gespeicherte Daten überschrieben. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Und wir haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und zwar einmal angepasst für Spiele, die ihr Drack-Erlebnis fein abstimmen möchtet. Das heißt, ihr könnt selber ein bisschen hin und her schieben die Regler und euch das Ganze schwerer oder leichter machen. Dann haben wir Fahrer. Das heißt, ihr konzentriert euch sozusagen auf eure Aufträge und habt weniger Wartung und eine geringere Bezahlung. Empfohlen ist eigentlich eine sehr gute Mischung aus Transport und Wartung. Dann gibt es noch die Mechaniker. Das sind für die Leute, die es gerne die Finger schmutzig machen. Das heißt, mehr Wartung und geringere Shoppreise. Und Hardcore, das ist eigentlich unsere Rubrik. Denn Hardcore, wir sind Hardcore. Leute, ganz ehrlich. Also für Drucker, die die Herausforderung suchen, wie lange hältst du mit den härtesten Einstellungen durch? Wie lange hältst du mit den härtesten Einstellungen durch? Sind wir ehrlich? Sind wir die Hardcore-Typen? Wir sind die Hardcore-Typen. Chat, sind wir die Hardcore-Typen? Eigentlich sind wir die Hardcore-Typen, ne? Aber ich sage euch, wie es ist. Auch wenn wir die Hardcore-Ries sind, wir gehen auf Empfohlen. Weil Empfohlen ist eine gesunde Mischung zwischen Fahren und Mechanikertätigkeiten. Und wir wollen ja uns von allen ein bisschen was angucken. Und ich kann euch sagen, das Game ist Hammer. Ich habe es kurz angespielt. Es ist der Hammer. So, okay. Der Kollege hat uns gerade hier schon mal ein bisschen vollgequatscht, was wir machen sollen. Wir sollen erstmal aufstehen von unserem Sitz. Das ist nämlich das Geile. Wir können nämlich in unserem Drack auch rumlaufen. Das ist erstmal unsere Kommandozentrale hier. Da vorne sehen wir schon, da ist ein Leck im Drack. Und genau deswegen werden wir uns jetzt einmal in unseren Raumanzug schwingen, die Luftschleuse öffnen und werden sozusagen unseren Drack erstmal verlassen und müssen den erstmal reparieren. Da wären wir schon mal so ein bisschen eingewiesen hier. So. Oh. Ich kann euch sagen, das ist dann auch ziemlich geil mit der Steuerung. Man steuert nämlich jetzt alles mit so Schubdüsen sozusagen aus dem Raum, aus dem Raumanzug und das ist eine ziemlich coole Sache. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Rechts unten sehen wir unseren Sauerstoff. Links unten sehen wir unsere Energie, die wir noch haben. Und hier sehen wir das dicke Leck. Und das müssen wir jetzt einmal zap, 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 einmal flicken. So, und dann fliegen wir einmal hier rüber. Oh, da ist nämlich auch noch ein Leck hier in unserem Drack. So, schweißen wir das auch noch zu. Upsala, Klicki, vielen Dank für deinen Resub. So, jetzt gehen wir aber erstmal rein in die Luke. Da hinten ist übrigens unsere Fracht dran. So, gehen wir erstmal zurück in die Luftschleuse. Tun unseren Anzug erstmal hier hin. Und jetzt ist unser Drack sozusagen erstmal wieder auf dem Laufenden. Übrigens hier unten haben wir ein Bettchen. Hier haben wir die ganzen Ersatzteile. Hier sind Sicherungskasten. Da haben wir zum Beispiel Hauptsysteme, Maglock-Steuerung. Maglock ist auch geil. Zeige ich euch nachher noch, was das ist. Schwerkraftkompensator, Sauerstoffgenerator. Das sind alles Sachen, auf die wir tatsächlich aufpassen müssen. Und ich kann euch noch was sagen. Das zum Beispiel ist ein Urk. Also eine Urk ist irgendeine Steuereinheit. Und die ist stoßempfindlich und zerbrechlich. Das heißt, wenn ich die nehme, hau die in die Ecke, ist sie kaputt. Übelst.
Dann haben wir Batterien. Wir brauchen für alles Batterien. Guck mal, hier unten haben wir zum Beispiel auch noch. Naja, da können wir noch nicht aufmachen. Ah, die können wir alles noch nicht aufmachen. Ja gut, dann machen wir erstmal im Tutorial weiter hier. So, setz dich auf den Pilotensitz. Ab geht die wilde Fahrt. Wäre klug, CB-Funk zu überprüfen. CB-Funk kann man nämlich auch. Das ist nämlich auch eine coole Sache. Einmal Funkmikrofon nehmen, Rechtsklick und dann können wir einmal hier sozusagen zwischen Antwort 1 und 2 auswählen. Richtig geil. Dann kriegt man noch eine kurze Einweisung, wie wir fahren. Und dann würde ich sagen, hier unser Joystick ist quasi für diese, für die Schubdüsen. Hier hoch und runter. Ja, dann seitlich können wir uns bewegen. Wir können uns aber auch rollen. So, und dann können wir natürlich einmal Gas geben. So, und dann beschleunigt der Truck dann so langsam raus. Dann haben wir natürlich hier unten noch, wir können alle Taster hier benutzen. Wir haben hier unten noch Monitore. Da sehen wir zum Beispiel unseren Truck-Status-Kameras haben wir hier noch. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal nach Atlas Prime. Wir sind nämlich aktuell, wo sind wir aktuell? Wir sind in Unyx und wir müssen erstmal nach Atlas Prime. Das ist erstmal das Erste. So, und das heißt für uns, wir beschleunigen erstmal raus. Und das Coole ist, hier gibt es auch noch solche Überschalltore. Also solche Sprungtore. Und durch die können wir quasi immer in die nächsten Galaxien reisen. Also ich sage euch, wie es ist. Das Ganze ist echt ein cooler neuer Truck-Simulator. Ich fühle das und finde das echt klasse. Und freue mich da wirklich, dass ich euch den vorstellen darf. Also das Ganze ist auch unterstützt. Oh, warte, jetzt gibt es erstmal Sprungtor hier. So, guck mal, jetzt stehen wir nämlich vorm Sprungtor. So, jetzt stehen wir hier. Wenn die drei roten Lichter an sind, sind wir richtig. Wenn die grünen Lichter erleuchten, können wir hier oben den Wurmantrieb zünden und dann jetzt... Kine! Volle Bude! Wo ist die Galaxie? Alter! Oh. 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 Was für ein erster Sprung, Leute. Da muss man sich erst dran gewöhnen hier in dem Spiel an den Sprung. Das kann ich euch sagen. Guck mal, da unten ist unser Lieferpunkt. Das heißt, da geben wir unsere Fracht einmal ab. Das da hinten ist unser Frachtcontainer. Nur zur Info, wir können davon auch mehrere anhängen. Also zwei oder drei Frachtcontainer, je nachdem. Richtig cool. Und guck mal, da unten die Erde. Ist das geil, oder? Das ist schon irgendwie sexy. Ich finde das richtig cool. Also wir sind jetzt quasi bei der Erde, ne? Also dieses Atlas, warte, wie heißt's? Atlas Prime ist sozusagen in Erdnähe und dann hat man hier eben noch ganz viele andere Stationen, wo man überall hin kann und natürlich auch verschiedene Regionen, was sehr, 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 sehr cool ist. So, hier ist unsere Abladezone. Das heißt, wir müssen hier einmal einen 180 machen mit unserem LKW. Achso, nee, wir können einfach gerade reinfliegen, weil wir auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wir kommen auf der anderen Seite wieder raus, von daher geht das. So, dann müssen wir noch ein bisschen runter, ein bisschen Gas geben. So, oh, 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 wir müssen natürlich aufpassen. Am besten bremsen. Oh. Fracht ist drin. So, okay. Einmal anhalten, dann können wir hier drüben den Schalter benutzen. Das ist nämlich der Absattelschalter. Und dann haben wir sozusagen unseren Auftrag ausgeführt. Wir kriegen 900 XP-Punkte, insgesamt 752 Dollaris. Und damit haben wir auch schon fast den Rang 2 erreicht, wo wir wieder neue Sachen freischalten. Aber aktuell sind wir eben noch bei Rang 1. So, Geld dürfte schon bei mir sein. Falls du Lust hast, was von deinen sauverdienten Knet auszugeben, flieg einfach zur Station Palmview. Okay, können wir ja mal machen. So, guck mal, da vorne ist Station Palmview. Da fliegen wir erstmal hin. So, und jetzt sollen wir in die Andockbucht 3. Das ist diese da. Andockbucht, das heißt, wir müssen bei einer Andockbucht, müssen wir uns quasi einmal drauf zufliegen. Dann müssen wir hier einen 360 machen bei der Andockbucht. Und die Bremsung reinhauen. Und dann sehen wir auf der linken Seite, auf diesem Monitor hier, sehen wir so einen kleinen, so ein kleines Fadenkreuz. Und da sehen wir sozusagen die Andockbucht. Oh Bruder, was macht er denn da? Ey! Ey, was ist denn los? Ja, wieso fliegt der mir denn hier? Ich bin gerade am Andocken. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, ey. So, okay, pass auf. Der ist jetzt einfach weitergeflogen. Und wir docken jetzt einmal hier an. Das ist nämlich alles gar nicht so einfach. Okay, so. Jetzt heißt es hier langsam rückwärts ran. Da unten sehen wir auch, wie viel Meter noch? 10 Meter, 9 Meter. Bremsen. Oh, langsam, langsam, langsam. 1 Meter. Und jetzt können wir den Mac-Lock sozusagen aktivieren. Und das heißt, wir werden angedockt und reingesaugt. Und dann sind wir erstmal hier in dieser Station. Auftragsbörsen, Fitballisten und so weiter. Genau, hier können wir nämlich jetzt Frachten annehmen. Das sind unsere Frachten.
die es alle gibt. Und da können wir mal schauen, dass wir vielleicht gleich eine relativ lukrative Fracht bekommen. Ich würde sagen, Glasfaserisolierung, das klingt doch ganz gut. Gewicht 40.000 Kilogramm, also 40 Tonnen. 2.100 bekommen wir dafür. Zwei Sprünge müssten wir machen, Entfernung 7,6 Lichtjahre. Geil. Dann nehmen wir das mal an. Auftrag annehmen. Und einmal zurück. So. Perfekt. Hier spricht Barrow, leg los. Was kann ich für dich tun? Ich brauche Infos zu den Express-Touren. Hab gehört, dass dort der totale Stau ist. Okay. Hier ist alles sauber, soweit das Auge reicht. Okay, super. Dass die Behörde das sagt nichts, aber hört. Okay, pass auf. Wir koppeln erstmal ab. Und da drüben ist auch schon unsere Fracht. Die müssen wir einmal ankuppeln. Okay, perfekt. So, haben wir uns kurz angehört, was die gesagt haben. Okay, dann würde ich sagen, docken wir einmal an. So, 30 Meter. Bisschen Konzentration, Leute. 20 Meter. 15. 10. 3. 2. Moment, Moment, Moment. Das war die Einrastfunktion. Die Einrastfunktion, Shift. Ich habe zu oft Shift gedrückt. Hat sich gerade gemeldet. mit Tab kann ich jetzt auf die Galaxiekarte zugreifen. Okay, wo muss... Oh, da hoch müssen wir unsere Lieferung bringen. Das heißt, wir müssen erstmal nach Medusa 6. Okay, also, nützt nichts. Wir müssen erstmal nach Medusa 6. Medusa 6 ist da oben. So, der Warp zuerst. Und dann sind wir dran. So, wir müssen hier vorfliegen. Bis alle drei Lampen angehen. Noch ein Stück. Okay, Warpantrieb in 3, 2, 1... Medusa? Sind wir bei Medusa? Sehr gut. Perfekt. Dankeschön, Drucker David. Dankeschön, Drucker David. Für 4 Jahre, mein Bester. 4 Jahre schon dabei. Das ist ja der Wahnsinn. So, pass mal auf. Unser Dings ist leer. Warte mal. Irgendeine Energiezelle hier ist leer. Gravity. So, guck mal. Jetzt haben wir nämlich hier die ganzen Fächer. Hier sehen wir nämlich, das sind einmal die Energiezellen für unsere Schubdüsen. Sozusagen. Da können wir die einmal austauschen. Dann haben wir hier oben noch Energiezelle für Temperatur. Sauerstoffgenerator, wie sieht's da auf? Die URG 90, 73, das passt alles noch. Hier ist auch noch alles supi-dupi. Hier oben haben wir übrigens Luftfilter, da müssen wir auch drauf aufpassen, dass die immer ready sind und gut gepflegt werden. Und hier haben wir Energiezelle für, ja, die ist fast leer, für Gravity. Okay, pass auf, dann machen wir die mal raus. Und jetzt, geil. Jetzt haben wir erstmal keine Schwerkraft mehr hier drin. Und müssen uns schnell diese Energiezelle schnappen und einmal hier reinlegen. Oh Gott sei Dank. So. Super. Jetzt sind wahrscheinlich unsere Teile hier alle kaputt gegangen. Oh nee, ey. Gut, dann machen wir das Brett hier wieder runter. Und dann fliegen wir erstmal weiter. Wir müssen nämlich noch eine Station weiter. Ab nach Edgeburg. Feuer frei, Baby. Juhu! Guck dir das Tacho an. Anschlag. Unser Tank ist halb leer. Juhu! Ach du heiliger Bimbam, was ist das? Eine Stadt im Weltraum? Willkommen in Edgeburg. Okay, das ist crazy. Abladezone ist da vorne. Silver Well Yard. Ey! Oh, hier, guck mal, Junge! 1, 2, 3, so eine Dinge hat er da dran. Der hat mich einfach weggerammt. Was ist mit dem nicht richtig? Der will auch zur Abladezone, Leute. Den hängen wir uns mal hinten dran. Oder wir machen einfach den... Oh, der lenkt aber gerade ein. Kann das sein? Will der hier rum, oder was? Das ist ja auch geil, ne? Guck mal, wie cool der sie rumzieht. Also, das finde ich ja schon super. Ach, ist ja geil. Oh, warte mal, hier stimmt was nicht. Habe ich ein Leck? Oh, ich habe ein Leck, Leute. Wir haben irgendwo ein Leck. Höhlenbruch festgestellt. Ja, scheiße, da müssen wir mal kurz raus. Oh Mann, ich wollte den Auftrag erstmal fertig machen. Ach komm, weißt du was? Wir geben den erstmal schnell ab. So, da hinten ist die Abladezone. Da müssen wir hin. Das geht schief. Oh mein Gott. Nein. Das kann da nicht wahr sein. Wieso hat denn der... Oh, habt ihr gesehen, wie der mich geschnitten hat? Ey, das ist schon crazy, oder? Guck mal, ich muss da rein, Leute. Ey, Junge, 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 Junge. Da konnte ich jetzt aber wirklich gerade so... Also... schlecht ausweichen. Hoffentlich haben wir jetzt unsere Ladung nicht großartig noch beschädigt. Boah, jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Dass ich hier irgendwie reinkomme. So, das sieht ganz gut aus. So,
Ich gerade ziehen den Truck. Absatteln. Okay. Ach, du heiliger Bimbam. Ernsthaft? Guck mal, was wir abgezogen bekommen haben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also den nächsten Auftrag müssen wir jetzt ein bisschen ordentlich fahren. Das ist ja absolute Katastrophe. Just in time oder zerbrechliche Ladung? Was meint ihr? Du kannst deine großen Kisten öffnen und dein Zeug reinlegen. Da sind sie sicher verstaut. Ah, sehr gut. Okay. Zerbrechlich? Dann machen wir zerbrechlich. Dann gehen wir erstmal in die Richtung hier. So, da haben wir da schon mal einen Punkt drin. Sehr gut. Wir können mal ganz kurz anhalten und können mal schauen wegen unserer Hülle, die hier kaputt ist. So, und dann gehen wir erstmal raus und machen erstmal die Außenhülle sauber. Bloody, dankeschön. Für 56, mein Bester. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön, dankeschön. Das Spiel heißt Star Trucker tatsächlich. Oh, wir haben drei Hüllenbrüche, ey, durch unseren Unfall. Das ist eine absolute Katastrophe. Aber reparieren wir schnell, sollte nicht das Problem sein. Sehr gut. Und fertig. So. Boah, das sieht schon cool aus hier mit dem Truck, ey. Das muss ich ehrlich sagen, dass man da so... So hier außen rum so, finde ich, also das finde ich wirklich nice. Auch, dass man generell raus kann und sozusagen hier seinen Truck von außen reparieren muss, finde ich klasse. Das ist ein sehr, 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 sehr cooles Feature. Oh, was jetzt? So, und jetzt gucken wir mal. Perfekt, wir sind erstmal wieder repariert. Und können erstmal wieder in die Luftschleuse rein. Und können mal gucken, ob wir hier einen Auftrag nach Atlas Prime kriegen. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. Perfekt. So, Truck ist wieder ganz. Alles wieder fit. Und dann würde ich sagen, start mal rein. Und fliegen mal hier zu dieser Foundry Hall. Das kann nicht wahr sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also, das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich jetzt? Das gibt's ja nicht. Wieder Höhlenbruch. Mano! Och Mann, das gibt's ja gar nicht. Was ist denn das für ein Mist? Guck mal, da fallen sogar die Sachen hier unten raus, wenn wir irgendwo anecken. Was mache ich denn? Ich glaube, ich muss da ein bisschen langsamer ran an die Sache. Naja, gut. Unser Truck wird definitiv irgendwann nur noch aus Platten bestehen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das ist so sicher wie Samen der Kirche, ey, Leute. So, warte mal. Aufträge. Was haben wir denn hier? Zerbrechliches Frachtaufträge. Jetzt wäre halt die... Oh, was haben wir denn hier noch? Ah, okay, guck mal. Red Eddy, das ist der Auftrag, den wir für Red Eddy machen. Das sind übrigens verschiedene Auftraggeber hier. Und da können wir eben verschiedene Sachen erledigen. Ich glaube, das ist auch ziemlich cool, dass man das hier so in dieser Konvoi-Karte dann voranschreiten kann. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann haben wir hier die normale Karte. Das sind unsere Aufträge. Fracht, das was wir bei haben. Okay, und das sind unsere Fertigkeiten. Also ich kann es euch nicht sagen, hier scheinen wir nicht andocken zu können. Ich überlege gerade, ob ich in Silver Yard da einen Auftrag eventuell bekomme. Ob ich vielleicht hier drüben einen Auftrag bekomme. Da können wir nochmal hinfliegen, aber ansonsten bin ich jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Guck mal hier. Ah, hier ist die Auftragsbörse. Sehr gut. Da ist die Auftragsbörse. Und da ist ein dicker Stein. Oh, jetzt müssen wir einen Popo irgendwie runterbringen. So, schön sachte. Oh, da haben wir aber jetzt einen 180 hier hingelegt, Leute. Yes! Ja, sind wir ein bisschen steil angeflogen, aber hat den LKW reingezogen, von daher passt das. Guck mal, wo geht das hin? Steinblöcke nach Atlas Prime. Medusa nach Atlas Prime. Steinblöcke nach Atlas Prime. 55 Tonnen, sehr gut. Nehmen wir an, perfekt. Und dann holen wir das einmal ab. Wir fliegen mal zur Fracht, dann reparieren wir schnell gleich unsere Hülle, wenn wir die angedockt haben. Und dann, denke ich, passt das ganz gut. Oh, schon mal bremsen. Da ist hier die Fracht. Oh, sehr gut. Da wird aber wieder ein 180 hingelegt hier. Aber hallo. Aber vom Allerfeinsten. Oh, sind ein bisschen flott. Bremsen. Und dran das Ding. Geil. So, Fracht haben wir dran. Dann würde ich aber sagen, gehen wir erstmal schnell raus und reparieren. Sauerstoff wird überwertet, sage ich auch immer. Guck mal, die meisten, wenn du die meisten so beobachtest, die haben eh zu wenig Sauerstoff in ihrem Leben gekriegt. Von daher, Sauerstoff total überwertet, Leute. So, nee, komm, lass uns mal die zwei Sachen noch reparieren. Unser Anzug ist auch fast wieder aufgeladen. Hier, Hüllenbruch. Sehr gut. Und den noch eben. Jawohl. Perfekt, beide repariert und dann passt das wieder. Ach ja, ist eine coole Sache, ist ein cooles Feature, muss ich ganz ehrlich sagen.
dass man hier eben auch nach draußen kann und ein bisschen reparieren kann und Zeug machen kann und eben auch so Verbrauchsgüter für seinen Space Truck hier kaufen muss. Finde ich cool. Anzug, Luft, okay, das geht wahrscheinlich wieder hoch. Oh, hier müssen wir uns mal schauen wegen der Energie. Aber wir fliegen erstmal zurück, nämlich nach Medusa. Genau, da haben wir direkt hier das Tor und Gas. Und dann können wir ja in Medusa, können wir ja vielleicht mal schauen, ob es ein paar Sachen zu kaufen gibt. Entweder einmal tanken oder ein paar Energiezellen kaufen und solche Sachen eben. Aber wir haben nicht allzu viel Kohle, das ist das Problem. So, der ist schon mal durch. Sehr gut, jetzt kommen wir als nächstes. Ab geht die Mittelfahrt. Check, ich bin raus. Wer seid ihr denn? Haben Sie meine Berufung durch Sicherheitsdrohnen, bitte Geduld. Okay. Okay, zufriedenstellend. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, ey, die wollen mich hier irgendwie ans Bein pieseln. So, Medusa Prime, da. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Achso, nee, wir können hier gar nicht anlegen. Warte mal, wir fliegen mal direkt nach Atlas. Genau, lass uns mal direkt nach Atlas fliegen. So, dann parken wir hier mal ein. Was haben wir denn hier schon wieder? Fehlfunktion. Anzuglader, keine Energie. Oh, wunderbar. Anzuglader, keine Energie. Das läuft ja. Ach, Mann, ey. Hier ist aber auch ständig was anderes. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach Atlas. Ab geht's. Jetzt teleportieren wir uns erstmal nach Atlas und dann können wir mal ganz kurz unseren Anzuglader noch hier, komm, einmal schnell nachschauen, was der schon wieder hat. Irgendwas muss hier repariert werden. Ach, hier die Batterie alle oder was? Oh, nee. Warum müssen die alle... Kann man die eigentlich wieder aufladen? Das wäre ja auch mal eine spannende Sache. Das wäre ja wirklich mal eine spannende Sache. Scheiße, Leute, wir haben keine Batterien mehr. Richtig blöd. Das ist die letzte Batterie hier. Wir müssen auf jeden Fall mal ein paar Batterien noch kaufen. So, das wird nämlich eine knappe Kiste jetzt irgendwann. Achso, ich wollte eigentlich noch zumachen. Naja, komm. Nee, lass mich das mal noch zumachen. So, so, perfekt. Wunderbar. Das sieht nämlich auch nicht mehr ganz so gut aus hier, die Energiezellen. Okay, das passt alles wieder. Höhenintegrität kritisch. Was heißt das denn? So, wo ist unser Abgabepunkt? Atlas Abladezone, da drüben. Atlas Prime Auto Essentials. Ah, da gibt es Autoteile da drüben. Das ist gut. Was haben wir da? Drift Red Eddy. Ja, New Liberty Terminal. Okay, gut. Dann ist das ja alles in die Richtung. Dann passt das ja halbwegs. Das Einzige, was wir machen müssen, wir haben nur noch 38... Was sind das? 38 Meilen oder so? Oder Kilometer? Ich glaube, wir haben nur noch für 38 Kilometer Sprit drin. Aber schauen wir mal. Kriegt man hin, glaube ich. So, schön langsam anpeilen hier das Ganze. Das sieht gut aus. Und dann fliegen wir einmal hier rein. Wenn es geht, nicht anecken. Kein Schaden mehr an der Fracht machen. Hochziehen und stopp. Und abkoppeln. Das gibt es doch gar nicht. Leute, die haben der Typ, der mir reingebrettert ist. Och nö. Jetzt haben wir wieder keine Kohle verdient. Höhenbruch, herrlich. Geil. Da vorne wieder. Ach Mann, so ein Mist. So, warte mal, jetzt lass mich mal ganz kurz hier hinschauen. Guck mal, da Shopping. Da haben wir Shopping. Da geht's jetzt hin. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen hier einkaufen. Was haben wir denn hier? Mikrostabilisator. Butantank, für was das denn? Okay, hier Batterien. Was kostet so eine Batterie? Was kostet die? Wie ist das jetzt? Ich habe eine leere Batterie. 535. Ich habe, ach, ich habe 3000. Wo habe ich denn 3000 her? Was kostet die? 1075. Ich würde ganz gerne noch mehr. Nee, 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 nee. Ey, mach auf. Ich will da noch mal ran. Was brauche ich denn noch? Brauche ich noch irgendwas? Was ist das denn? Stoßempfehlung. Warte mal, was ist das? Datenband. Packung Bier. Okay. Alkohol. Okay. Stromkabel, Datenkabel. Was ist das hier? Mikrostabilisator. 4000. Eine Org. Kostet nur 140. Nehme ich noch mit. Dann nehme ich die Batterie hier auch noch mit. Vielleicht noch so eine Kiste hier. Ich habe ja, aber guck mal, ich habe doch zwei Batterien. Die eine ist leer. Wenn ich möchte die leere verkaufen. Guck mal, das sind die Sachen, die hier alle in der Kiste drin sind. Wenn ich jetzt... Der ist zum Beispiel kaputt. Kann ich verkaufen. Ja, der ist auch
so gut wie im Arsch. Kann man die nicht an einer Tankstelle aufladen? Naja, das sind ja Energiezellen. Das sind doch zwei, oder bin ich jetzt doof? Hier sind doch zwei grüne Balken, oder was verstehe ich denn daran jetzt nicht? Das eine ist TP, das andere ist Ladung. Ach so, ja, stimmt. Kann man die wieder aufladen? Das wäre natürlich echt geil, wenn ich das wüsste, ob man die wieder aufladen kann. Ja, ich möchte erstmal Handel bestätigen. So, guck mal, ich habe nämlich jetzt noch so eine Kiste hier gekauft. So. Einmal. So. Das Kabel schaffen wir so runter. Beim Raumanzug aufladen? Nee, ich glaube, da geht... Nee. Hier ist auch noch eine Urk. Die schaffe ich mal hier oben noch mit rein. So, dann nehmen wir die auch noch mit runter. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Sachen. Also das wäre jetzt wirklich mal spannend. Wie können wir diese Batterien wieder auf... Achso, wir müssen erstmal unseren Schaden noch reparieren. Was uns natürlich auch wieder eine Menge Energie kosten wird. Verlassen hier nicht möglich. Achso, weil ich angedockt bin. Okay. Also, dass man wohl welche finden kann als Savage Points, beziehungsweise Scrap, habe ich gelesen, okay. Wenig Sauerstoff. Offenbar ist Sauerstoff in einen Knie gegangen. Acht darauf, Sauerstoffgenerator betriebsbereit ist, Luftfilter in gutem Zustand, die Hüllenbrüche gepflegt werden. Ja, das will ich jetzt machen. Und zwar, dann müssen wir einmal uns hier abstoßen, ganz kurz. So. Und dann gehen wir einmal raus. So. Crazy, 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 Leute. Zwei Hüllenbrüche. Boah, das macht mich fertig. Oh, Nummer uno. Hat aber, also es ist krass, wie man aufpassen muss, dass man hier nirgendwo auch dran schallert und alles. Also das ist schon nicht so ganz einfach. Da muss man schon wirklich, hier Acht drauf geben. Oh, wir haben noch zwei Hüllenbrüche. Die Karre, eine bessere Hülle wäre eigentlich eine geile Sache. Oh mein Gott, hoffentlich reicht das noch für diesen einen hier. Vier Dings haben wir nur noch. Vier solche Lämpchen. Könnte reichen, oder? Bin mir nicht sicher, Chat. Ich hoffe, es reicht. Drei. Zwei. Bitte. Ja. Gott sei Dank. War knapp. So, sehr gut. Alle Hüllen wieder repariert. Das Geile ist, dass wir die Platten auch so sehen, ne? Das finde ich echt cool. So, und dann schauen wir einfach mal. Wir sollen zum Kollege trifft Eddie. Und Eddie ist da drüben. So, dann versuchen wir hier mal sauber anzudocken. 40 Meter. Perfekt. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, wo soll das denn hin? Oh, wieder da zurück? Echt? Oh, nee, oder? Die Fracht soll nach... Edithburg. Also das heißt wieder nach Medusa 6. Oh mein Gott, ey. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich würde aber sagen, wir fliegen vielleicht erstmal zu Astrofuel, oder? So. Jetzt fliegen wir mal zu Astrofuel, einmal voll tanken. Und dann soll das, glaube ich, ganz gut passen. So, jetzt müssen wir irgendwie hier rein, manövrieren in die Tankstelle. Dann können wir auftanken. Und das kostet uns wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob wir so viel Geld überhaupt noch haben zum Auftanken. So, okay, schön sachte hier rein, an die 1. Wir wollen an die 1. So, Platz haben wir, glaube ich, ganz gut. Das sieht gut aus. Passt. So, sind wir drin in der 1. Einmal tanken bitte, mein Besser. $491 haben wir auf der Karte. Ach du Scheiße. Betriebswerkstatt wird stark belassen. Minus 5000. Ich habe minus 351 auf dem Konto, Leute. Egal, jetzt tanke ich voll. Nützt ja nichts. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Medusa 6, ich komme. Aber guck mal, unsere Luft ist gleich im Arsch. Wir müssen in die Luft eine neue Battery stecken. 3% nur noch. Und die linken Triebwerke sind auch... Oh, nee, ey. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Hä? Och nö! Wieso ist der jetzt schon wieder da mit seinem komischen LKW in mir reingebrettert? Das ist doch... Och Mensch, ey! Die spinnt doch! Das kann doch nicht sein! Feuer frei! Aber das gibt's doch gar nicht, oder? Hat er mich schon wieder gerammt, der eine da? Okay, warte mal, Luft. Wir brauchen erstmal eine Batterie. So, Luft. Wo war Luft? Der ist leer. So, haben wir einmal Luft wieder 100%. Ich würde... Oh, vier Löcher schon wieder. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein.
Ich muss da schon wieder einer weggerammt haben. Jetzt wäre ich aber langsam wirklich eklig hier. Warum das denn? Unsere Fahrt ist komplett hinüber. Das Schlimme ist, ich habe ja gar nichts gemacht. So ein Mist aber auch, ey. Da wollte ich extra vorsichtig und langsam machen. Wieder kein Geld verdient. Ja, super. Ich kann es nicht ändern. Jetzt mach keine Faxen hier. Ich muss noch was muss ich noch reparieren. Oh, so ein Mist aber auch. Ist das eine Kacke? Die ganze, unser ganzer Truck hier besteht nur noch aus irgendwelchen Blechplatten. Guck mal hier drüben. Ah nee, die sind wieder weg jetzt, oder? Täusche ich mich. Das gibt's gar nicht. Nee, hier drüben, guck mal, die sind noch da. Da sind welche. Hier vorne haben wir auch schon. Wie viel haben wir hier vorne schon drauf? Zwei. Ja, ich hab's ja mitgekriegt, dass wir... Ach Mensch. Ich gehe da schon wieder rein. So. Okay, dann geben wir mal unsere Glaswaren ab. Nützt nichts. Dann geben wir einmal unsere Glaswaren ab und dann müssen wir jetzt schauen. Gravity 1% nur noch. Oh, nee. Dann ist das ja auch leer. Oh, wenn ich nicht immer da dran treten würde. Und es ist leer. Oh, nee. Das ist Hardcore, Leute. Das ist echt nicht einfach. Das ist alles schon wieder leer hier. Ich habe nicht eine volle Batterie. Das ist krass, oder? Ja, eigentlich müssten wir jetzt hier drüben ins Geschäftszentrum. Ja, aber wir haben ja kein Geld mehr. Wir kriegen ja auch kein Geld. Wir sind komplett am Arsch. So, aber jetzt geben wir mal unsere Fracht hier ab. Katastrophe, Leute. Aber wir steigen Level auf. Hey, was soll's? Rang 3. Ja, bitte. Aber kein Ding, es passiert dem Besten. Ja, super. Wenn du Lust hast, deinen Schlepper aufzupeppen, triff ich Emerald. Oh, Emerald Junction. Da können wir unseren Schlepper aufpeppen. Ja, sehr gut. So, Foundry Hall. Was war da drüben? Silver Yard. Warte mal, ich würde nochmal zur Foundry Hall, aber in der Foundry Hall gibt's ja nichts. Wir können ja mal drum rumfliegen, aber ich glaube, da gab's nichts. Rico, moin moin, grüß dich. Dann würde ich sagen, fliegen wir einmal hier rüber. Ja, auf der letzten Kimme sozusagen. Die linke Düse wird gleich ausgehen. Dann habe ich keine Ahnung, was wir dann machen. Der bremst nicht mehr. Der bremst nicht mehr. Der Drack ist aus. Leute, ich verzweifle. Haben wir noch... Geht doch mit einer, okay? Ich kann das nicht mehr, ey. Wir haben nicht eine volle Batterie mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir jetzt? Die Irk ist auch Schrott. Moment. Da haben wir aber noch welche. Die hier ist zumindest noch 46%. Die können wir noch da reinmachen. Moment, einmal hier. Zack. Oh, da funktioniert das erstmal wieder. Das Ding ist nur noch eine Baustelle hier, Leute. Das Ding ist nur noch eine Baustelle. Das ist ja nicht normal. Ich will das jetzt hier so schaffen. Ich fliege jetzt mal hier rüber. Ich gucke jetzt mal, was wir jetzt hier haben. Ja, was soll das denn sein, hier die Punkte? Oh. Bier! Leute! Die Rettung! Wir haben eine Packung... Die Rettung in der Not. Wir haben eine Packung Bier gefunden. Ja, geil. Endlich. Wir haben es gepackt. Wir haben eine Packung Bier gefunden. Okay. Okay. Wir haben schon mal Alkohol. Ab jetzt kannst du nur noch bergauf gehen. Oh, Energiezellen. Da sind sie wirklich. Wir haben wirklich hier Energiezellen. Oh, eine 150er sogar. Sehr gut. Ja, kann ich jetzt nur eine nehmen, oder was? Kann ich jetzt immer nur eine nehmen? Ja, wie mache ich das denn jetzt? Warte mal. Okay. So, was haben wir hier? Bier. Das fasse ich einfach nicht. Oh, jetzt ist der Sauerstoff hier zu Ende. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Männchenskinder. Wieso geht denn jetzt der Sauerstoff zur Neige? Warte mal, mal gucken, was hier unten noch ist. Oh, ein Luftfilter. Der ist richtig teuer. Der kostet über 4000. Einfach viermal Hüllenbruch. Ne, dreimal Hüllenbruch. Oh, und rein da.
Okay. Einmal aufladen, bitte. Guck mal, dann können wir die doch... Rein damit. So. Und dann wisst ihr, was ich mache? Ich knall einfach hier jetzt noch so ein Ding rein, oder? Wir haben jetzt hier... Dann haben wir halt... Es macht ja nichts, wenn wir vier Luftfilter drin haben, oder? Und mir ist auch noch ein Luftfilter. Dann knallen wir den... Vielleicht ist das auch besser. Wenn wir vier Stück drin haben. Das ist jetzt die Frage, ob ich so eine Kiste hier mitnehmen kann. So, warte mal. Dann lass uns mal die ganzen leeren Dinger hier reintun. Da ist ja eh nicht mehr drin an Energie. So. Packen wir mal den ganzen Krempel hier raus. Machen die mal zu und guck mal, ob wir die Kiste mit rausnehmen können. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube nicht, dass wir die mit rausnehmen können. Oh, das dauert aber auch lange. Oh, wir können die Kiste mit rausnehmen. Das ist ja witzig. Okay, ja, dann ist das natürlich cool. Was haben wir denn jetzt hier drüben? Zweimal Bier, ne? Warte mal, was ist das hier unten? Kanister. Ja, jetzt kann ich die aber nicht aufmachen. So kann ich die Kiste nicht mehr nehmen. Oh, ernsthaft? Ich kann die Kiste nicht nehmen. Und ich komme auch nicht da rein. So ein Mist. Ich werde sterben, Leute. Ich werde sowas von sterben. Oh, jetzt wird es dunkel. Und rein da. Und ausziehen. Oh. Kiste minus 1. Lief doch super, oder? Ich fand's klasse. Lief richtig gut. Kiste minus 1. Gut, auf zum nächsten Auftrag. Leute, ich bin so doof. Was mache ich denn? Ich habe gepennt. Ich weiß nicht, ich habe einfach gepennt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ach, Mann. Oh, jetzt habe ich wieder auf den Chat geguckt. Ja, jetzt können wir das sein lassen hier. Jetzt können wir es sein lassen. Och, Mann. Aber das wären auch... Man hat keine Düsen, um quasi den LKW vorne... Um ihn vorne nach oben zu bekommen. Wisst ihr, ich bekomme den jetzt vorne nicht hoch. Keine Chance. Echt schwierig. Nicht auf den Chat schauen beim Fahren. Ja, das ist wirklich so. Nicht auf den Chat schauen beim Fahren. Oh, das ärgert mich aber. Mich ärgert das. Weg damit. Weg. 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 Ja, weiß ich nicht. Bringt uns das jetzt was oder nicht? Kiste kostet 515. Bringt uns das jetzt was, wenn wir die Batterien verkaufen oder sollten wir sie behalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Batterien verkaufen oder behalten sollten. Das macht mich fertig. Wahnsinn, wir sind 2.500 im Minus. Irre. So, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die auch verkaufen soll. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich die Batterien verkaufen sollte. Emerald Junction. Wir sollen Eddie in Emerald Junction treffen. Das ist da unten. Gab es hier nicht einen direkten Dings zu Emerald Junction? Ich glaube, es gab einen direkten Dings zu Emerald Junction. Abfahrt, ey. Sauerstoff geht zur Neige. Ja, weil wir die Lecks haben. Weil wir die Lecks haben. Können wir... Wartet mal. Eventuell einen Auftrag annehmen. Dahin, wo wir jetzt eh fliegen. Ich bin gestorben. Ich glaube, ich bin gestorben, Leute. Der Sauerstoff. Ein Frachtauftrag wurde beendet, weil du den Anhänger zurückgelassen hast, was den Bergung des Chirurgodienstes erforderte. Hä? Was für ein Anhänger? Und du bist fast erstickt. Zum Glück hatte ich die Abschleppdienstgeräte hier hingebracht. Atlas Prime Auto Sanchez. Gewährleistet des Trucks umfasst derzeit Bergung und Reparaturen. Verfällt nur 111 Kilometern. Selbstwert erfolgen. Oh, wir sind so am Arsch, Leute. Da drüben sind Verbesserungen, Leute. Okay. Also, das war's. Also, wir sind sowas von dermaßen broke. Das ist jenseits von Gut und Böse. Wir sind so broke. So broke kann man gar nicht sein. Lasst mich überlegen. Harmony Link. Wir brauchen jetzt einen Auftrag. Entweder kriegen wir jetzt hier noch irgendwie ganz schnell Geld dran. Das muss da machbar sein, Leute. Es muss doch irgendwie schaffbar sein. Express Station Palmview. Fuel. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr tanken. Ich kann ja gar nichts. Das ist der absolute Wahnsinn. Tree Kings. Tanktown. Beauty. Okay. Nee, Neustarten will ich aber auch nicht. Neustart macht ja keinen Sinn. Ist ja Käse. Lasst uns doch versuchen, das noch irgendwie zu packen. Wir brauchen ja eigentlich nur einen guten Auftrag abschließen. Dann sind wir ja auf jeden Fall schon mal wieder, glaube ich, besser.
Und rückwärts ran. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar nette Angebote hier. So. Zack. Habt ihr gesehen? Perfekt. Perfekt. Aber hier musst du echt aufpassen. Sobald hier irgendwas, sobald hier, dann nimmst du Schaden und dann geht das hier los. Wenn du das hier auf Hardcore machst, dann herzlichen Glückwunsch. So, 1800. Wir brauchen einen schönen Auftrag. Irgendwas, was gutes Geld bringt. Wir sind 7,6 im Minus. Halleluja. 7,6 ist aber reichlich. So, Sprünge 2. Irgendwas. 1300 Sprünge ein. Bis jetzt haben wir 1300 mit einem Sprung. War bis jetzt das Beste. 1400, zwei Sprünge. Zwei. Zwei. Dann nehmen wir 1300 mit einem Sprung. Annehmen. Perfekt. Abdocken. So, ganz kurz schauen. Wo müssen wir laden? Von Medusa 6 zu Atlas Prime. Also zu Medusa 6. Nee, nur ein Sprung. Eigentlich stand da bei dem Auftrag nur ein Sprung. Stand da nur ein Sprung. Ich verstehe es nicht. Zu kompliziert? Nee, kompliziert ist es eigentlich nicht. Also ich finde es sehr, sehr gut verständlich. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde es wirklich, ich finde es sehr, sehr gut verständlich. Und nee, das passt auf jeden Fall. Aber man muss wirklich aufpassen. Man muss wirklich aufpassen, dass du hier nicht irgendwo reinschallerst, dagegen schallerst oder sonst irgendwas. Das kostet halt alles einen Haufen Kohle hier, ne? Wir sind jetzt 7000 im Minus und jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie da rauskämpfen wieder. Das Problem ist, dass irgendwas unser Anzug schon wieder fast auf Low ist. Aber gut, das macht nichts. Kriegen wir trotzdem hin. Wir fliegen jetzt einmal nach Medusa 6, hängen fix den Auftrag an. Wir fliegen einmal zu Medusa 6, hängen einmal den Auftrag an. Hätte ich fast gesagt, aber da ist uns leider ein Trümmerteil direkt in die Front rein geballert. Oh. Okay. Das ist natürlich jetzt wirklich, wirklich, wirklich krass. Das kann doch nicht sein, ey. Boah, das ist aber auch... Also... Ich glaube, für den Anfang, wenn man das hier direkt am Anfang spielen will, sollte man vielleicht ohne die Wartung und so weiter das Ganze machen. Ich glaube, das ist für den Casual-Spieler am Anfang ein bisschen besser. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Simulator. Von daher finde ich es schon gar nicht so schlecht, dass es auch eine gewisse Herausforderung hat. Weil ich glaube, wenn du dich hier einmal eingekuft hast, läuft das schon ganz gut dann. Aber ich habe mich noch nicht ganz eingekuft. Ich finde es ja auch geil, dass du so diese ganzen Sachen hier bedienen kannst und machen kannst und so weiter und so fort. Das finde ich ja auch cool. Die ganzen Schalterchen hier kannst du alle drehen und machen und tun. Also das, finde ich, ist schon sexy. Definitiv. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir einfach mit unserem Treibstoff so lange wie es geht hinkommen, ein paar Aufträge erfüllen können, dass wir hier aus den Schulden rauskommen. Was wollen wir machen? Am Ende ist das jetzt so. Wir können es nur probieren. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Eins von beiden. Warum fliegen jetzt die ganzen Kisten hier auf einmal rum? Ach, wisst ihr was? Abfahrt! So, hier irgendwo muss unsere Fracht sein. Warum haben wir kein Gravity mehr? Ah, Okay, Schwerkraftkompensator brauchen wir in den Dings. Oh Gott. Oh nein, ernsthaft. Das ist die falsche Kiste. Oh nee, ey. Oh. Hallo. Brauche ich mal hier so ein Ding hier? Dankeschön. Ganz kurz hier ablegen, ohne dass es kaputt geht. Batz, runtergefallen, kaputt. Oh, ja, moin. Was ist mir jetzt in den Dreck geschallert? Leute, ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir sind hier ein Stück zu hoch reingegangen. Ich glaube, wir müssen wirklich... Ich glaube, man sollte wirklich das Ganze ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, man sollte das Ganze wirklich ein bisschen... sachter am Anfang angehen. Also, ich finde das Game echt cool. Und ich finde das Gesamtkonzept dieses Spiels wirklich geil. Ich finde es auch wirklich cool, dass es wirklich hier eine Herausforderung ist. Aber... Es ist echt schwer. Oder ich bin zu doof. Aber es ist echt nicht ohne. Ich habe 5 kaputte Sachen schon. 5 Damages schon wieder. Das ist völlig irre. Also es ist schon wirklich krass. Oder nicht einfach auf der Autobahn anhalten, um Sachen zu wechseln. Ja, war ich auf der Autobahn? Aber es ist trotzdem krass, dass die dann einfach an einen reinschallern. Das finde ich schon heftig.
Guck mal hier dann mit drei Containern ist natürlich auch geil. Guck mal, es gibt auch verschiedene Drucks anscheinend. Ja, also wie gesagt, ist eine interessante Sache. Ich glaube, hier gibt es ja ganz, ganz, ganz viel zu entdecken und ganz, ganz viel zu machen. Ihr seht es ja selber. Wir sind aktuell auf Fertigkeitspunkten auf Rang 3. Wir könnten übrigens auch noch einen Fertigkeitspunkt vergeben. Größere Ladung an Wiegestationen. Plus 100 Kilogramm Frachtlimit. Oder eben zerbrechliche Frachten könnten wir auch noch ein bisschen pimpen. Oder, warte mal, was haben wir denn hier? Fernstreckenaufträge, genau. Das heißt, man hat hier wirklich einen geilen Skillbaum und ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich cool gemacht und umgesetzt. Ich glaube, das kann sehr, sehr viel Spaß machen. Und mir hat das heute auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen unglücklich reingestartet. Deswegen, aber ich glaube, das ist wirklich eine coole Sache, Leute. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut euch das Ganze gerne mal an. Link ist in der Videobeschreibung bzw. Hier im Chat oben angepinnt. Und da könnt ihr da einmal selber testen und probieren. Guti, wie gesagt, Xbox Gaming Pass ist das Ganze auch mit dabei. So, da würde ich mich aber jetzt hier erstmal aus dem Star Trucker verabschieden. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Vielleicht schauen wir nochmal rein. Hat Spaß gemacht. Lasst das Däumchen da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.